Grüß Gott allerseits, ich bin der Höferle Christian und zusammen mit dem Wolfgang Wild machen wir am 4. Oktober fürs Goethe-Zentrum so einen Vortrag, ich glaube so ein Online-Seminar heißt das heutzutage, über den bayerischen Dialekt. Jetzt kannst du sagen, ja, mei, was tat man mir jetzt da mit dem dahergelaufenen bayerischen Gläufe da, warum sollte man mir da zuhören? Weil, ihr hört es vielleicht schon, das ist meine Muttersprache und der Wolfi, der spricht das auch ziemlich fließend, deswegen haben wir uns gedacht, wenn die Goethe-Leute schon meinen, wir müssen zu dem Thema was sagen, dann sollte man das vielleicht auch machen. Gell? Also am 4. Oktober müsst ihr euch frei registrieren, gell? Da gibt es irgendeinen Link, da müsst ihr mal schauen, wie das geht. Und dann reserviert euch einen Platz, weil der Wolfi und ich, wir reden dann ein bisschen bayerisch und erklären euch, warum das bayerisch so viel besser ist wie die anderen deutschen Dialekte und warum man da wissen muss, wie das geht. Gell? Es ist alles ganz einfach, das tut nicht weh, kann vielleicht sogar ein bisschen lustig und charmant werden. Und sollten Sie das Ganze jetzt nicht verstanden haben, weil ich so kryptische Sprache spreche, dann liegt das vielleicht daran, dass Sie unbedingt am 4. Oktober einschalten sollten, wenn der Wolfgang Wild und ich uns über das Thema bayerischen Dialekt unterhalten werden. Für das Goethe-Zentrum am 4. Oktober. And for those of you who are still scratching their heads, what all this was is, the Goethe-Zentrum in Atlanta is hosting a webinar on October 4th about the Bavarian dialect, which happens to be my native language. So tune in, Wolfgang Wild and I will be teaching you a few things here and there about Bavaria and the language that we speak there. All right, hope to see you all there.